So, ich möchte eine Etage höher, bitte. Boah, Entschuldigung. Ja, ich hatte ja letzte Mal meine zukünftigen Projekte angesprochen. Das letzte Mal. Klingt schon, als ob ich so lange her wäre. Irgendjemand in diesem Raum benutzt ein Störgerät. Ich muss ihn ausschalten, damit ich den Raum nach weiteren Zielen absuchen kann. Bitte, ich bin nur Assistenzärztin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Kann ich sie haben? Nein, du hattest schon die letzte. Schnapp dir den Rest der Waffen und stapel sie da drüben. Wir müssen den Zeitplan einhalten. Was ist das? Interferenzgeneratoren vom Militär. Es gibt nichts Besseres. Mit diesen Babys in der Nähe dreht sämtliche Elektronik völlig durch. Jetzt hör auf zu labern und beweg dich! So, jetzt müssen wir erstmal den da irgendwie wegkriegen. Keine Angst. Sie ist hier unten ganz allein mit uns. Sie sollte Angst haben. Wir sind böse Jungs. So, genau. Oh Gott, bitte. Ich kann ihm nicht helfen. Lasst mich gehen. Komm, komm. Sorry, Doc. Du gehörst uns. Komm, komm, komm. Jawoll. Würde ich nur gerne bestrafen. Auf Wiedersehen. Wer schreit da? Kommt hier rüber. Da oben ist einer. Da haben wir wieder einen von Ridders Leuten. Was ist mit dir passiert? Da gehst du nach Ronda City. Hilfe! Schneidet mich los! Ja, mache ich schon. Keine Sorge. So, zack. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. So, nachher wird sich auch gleich wieder Joker zu Wort melden. Das weiß ich, kann ich schon mal verraten. Hey, wo bist du? So, zack. Wieder einer weg. Und rauf. Da lang! Er ist da lang! Ah, verdammt, er hat mich gesehen. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen hin und her springen. Schon haben sie mich verloren. Einmal weniger! Sah aus wie eine Zeitlupe von dem Kerl davor! Ihr habt den Boss gehört! Hier drüben liegt noch einer! So, mal gucken, ob das klappt. Er ist zurück. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Okay. Sie beginnen Geiseln zu nehmen. Wenn man mich sieht, stecken die Geiseln in Schwierigkeiten. Okay, ich muss erstmal verschwinden wieder. Wie zum Teufel hat er diesen Nebel gemacht? Wieso haben wir keine Rauchgranaten? So. Einmal rüber. So. Damit hätten wir die Geisel schon mal gerettet. Jetzt wollen wir mal eben kurz gucken. Wo sind die anderen Vollidioten? Irgendjemand fehlt da drin. Bist du das? Nee, ich bin das nicht. Bist du der Letzte? Nein. Guten Tag. An mir vorbei. Verdammte Kanone, was ist los mit dir? So, gute Nacht. Dir fällt auch nicht auf, dass ich gerade an dir vorbeigeglitten bin. Glitten! Wichser. Wenn du mich anlügst, musst du auf Flüssignahrung umsteigen. Bitte, ich sag dir alles, was ich weiß. Gut. So. Ja, das ist ja fabelhaft. Ich liege hier auf meinem Sterbebett und ihr Vollidioten könnt nicht mal jemanden aufhalten, der sich als Fledermaus verkleidet. Ich habe die Waffen gebraucht. Jetzt muss ich wohl oder übel. Ups. Entschuldige, Ben. Beinahe hätte ich es verraten, was? So, Stufenanstieg. Wir, leveln, glaube ich, weiter erstmal Catwoman auf. Obwohl das Drahtseil-Ding ist auch eigentlich ganz gut. Da können wir nämlich dann auf dem Seil dann entscheiden, ob wir darauf uns hangeln und dann darauf balancieren oder nicht. So, jetzt retten wir die erstmal hier. Gott sei Dank, du bist es. Bitte hilf mir. Ist doch alles in Ordnung, Mensch. Festhalten. Ah, das ist männlich. Vielen Dank. Was tun Sie hier in Arkham City?
Ich bin in Arkham City? Was zum Teufel mache ich hier? Ich wurde vor dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, entführt. Ich wurde betäubt und bin anschließend oben in einem Gebäude aufgewacht. Die Person, die hier das Sagen hat, lässt Ärzte holen, um den Joker zu heilen. Sie hatten offenbar Pech. Er stirbt, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Ist es schlimm, darüber nicht traurig zu sein? Was jetzt? Sie müssen hier bleiben. Verstecken Sie sich, dann wird alles gut. Ich komme wieder. Gut. Oracle, ich bin's. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert. Bist du sicher? Natürlich bist du das. Wieso sollte er das tun? Vielleicht versucht er denjenigen, der die Straßen kontrolliert, zu manipulieren. Ich finde es heraus. Okay, aber solltest du vorher nicht Ross suchen? Das mache ich jetzt. Keine Sorge, Barbara. Gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Mein Gott. Genau, ich hatte über die Projekte gesprochen und da ist mir mal eine interessante Frage eingefallen. Mich würde ja mal so einfach nur so Neugierde halber interessieren, wie der ein oder andere auf mich gestoßen ist. Also das ist hier immer mal... Na. Ganz interessant. So. Diese Welt ist verdammt. Städte wie Gotham werden wachsen und der Hölle gleichen, die sich ihren Weg über die Bürgersteige nach oben bahnt. Gebäude werden wachsen, bis sie die Sonne verdecken und die Menschen werden am eigenen Schmutz zugrunde gehen. Eines Tages wird diese Welt sterben. Sie wird nach Luft bringen. Sie sind... Aber das muss nicht deine Zukunft sein, Gotham. Ich frage... Es gibt einen besseren Weg. Hinter der Mauer liegt die Hoffnung auf ein Überleben der Menschheit. Auf eine Zukunft, die eine erstaunliche Entwicklung... Ach komm, halt die Luft an! So, jetzt können wir natürlich hier... Nee. Ich finde das so cool. Batman macht überhaupt keinen Unterschied, ob Mann oder Frau, werden alle gleich verprügelt. Das nenne ich Gleichberechtigung. So, die kann ich auch irgendwann kaputt machen, aber jetzt offenbar noch nicht. So. Ja genau, wie habt ihr mich gefunden? Das sind ja mal ganz interessante Fragen. Mal gucken, welches Spiel euch am meisten von mir beeindruckt hat, sozusagen. So, oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Das Signal des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wonder City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Wo war ich? Ach so. Verdammt, die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Ja! Da habe ich dort die Trophäe, aber ich wollte ich gar nicht haben. Ich dachte, ich kann das Ding hier aufmachen. Ja. Oh, wo war ich stehen geblieben? Projekte, genau, welches so mich so am meisten so bekannt gemacht hat bei euch. Das würde mich ja schon mal so aus Neugierde interessieren. Ja. Moment, da muss ich jetzt für dieses Rätsel vom Riddler muss ich mich hier hinstellen. Glaube ich, war das. Moment, wo war das denn jetzt? Nein. Was war das denn? Moment. Ohne Momento, per favor. Da raus. Da hoch. Ach, nee. Ach, hier kann ich auch direkt mal einen scannen.
Dann würde es mich ja auch mal interessieren, wie ihr so glaubt, oder was ihr glaubt, kann man... Upsa. Oh, Moment. Das ist jetzt blöd gelaufen. Mal gucken, ob das jetzt das aufhebt. Nein. Ob man wirklich durch... Oh. Ob man so einen Körper wirklich durch hartes Training erreichen kann. Also meine Bodybuilder können das. Da bin ich mir durchaus klar, im Klaren drüber. Also beantworte ich die Frage schon selbst. Ja, es geht. Aber Schnitzelbaum halt. Ich muss mal kurz überlegen. Einmal. Ah! Recht schönen guten Tag. Recht schönen guten Tag. Ah, der bricht ja nicht den Arm, oder was? So viel zum Motto Gleichberechtigung. Das ist bestimmt, weil es dann zu hart geworden wäre. Dann hätten die Deutschen wieder den berühmten Zensurzeigefinger gehoben und gesagt, ne. Ja, das ist ja sowieso ein Phänomen. Eigentlich, die Deutschen sind die einzigen, die so überaus empfindlich auf Computerspiele reagieren. Und ja, alles verbieten, was man verbieten kann. Ich erinnere nur an Command & Conquer, ich erinnere nur an, ne, und so halt. Ich habe auch viele Streitgespräche schon geführt zum Thema Killerspiele. Ach, da vorne ist der letzte. So, dankeschön. Weil in meiner Familie gibt es doch einige, die die Ansicht vertreten, dass das so ist mit diesen Killer, mit diesen sogenannten Killerspielen. Boah, dazu sagte ich dann nur, ja gut, dann habt ihr einen potenziellen Amokläufer in der Familie. Gucken die mich an, weh. Ich so, ja, ich spiele solche Spiele und wieder mal. Ja, und dann fing man natürlich sofort an, alles zu relativieren. Ja, hin und wieder, und ich wäre ja auch jetzt nicht psychisch labil. Ich so, ja, da habt ihr doch schon den kleinen, aber feinen Unterschied. Amokläufer haben meistens, oder im Nachhinein muss man das ja immer sagen, stellt sich dann raus, dass die doch ein kleines psychisches Problem auch haben oder hatten, je nachdem, ob man sie lebend fasst oder nicht. Aber streng genommen ist ja der... Ups. Nein. Ja, ich hab ihn. Ach so. Ist das ja eine erweiterte Form des Suizids? Ah, schönen guten Tag. Mal gucken, was er... Okay, die knockt er einfach nur aus.